Aber gut, 16:30 geht's nach Hause, 17 Uhr muss ich zu Hause sein. Hey, die Kleine ist bei, du kannst noch ein bisschen länger hierbleiben. Nein, meine Kleine hat ein Ritual, 17 Uhr, 17:20 Uhr zu Hause, damit sie 17:50 Uhr eine Folge Paw Patrol schauen kann und dann ins Bett kann. Dieser Rhythmus wird nicht unterbrochen. Ja, und dann sagt, ja, das haben wir auch geschafft. Und dann sagt, ich habe dann nur aus Versehen gesagt, ja. Ich möchte aber auch, dass mein Kind schlau wird und intelligent. Ich glaube, ich wurde sowas mit böse angeschaut. Also Schlaf ist wichtig für die kleinen Gehirne, um sich zu entwickeln. Und dann macht man einmal im Jahr im Höchstfall, zweimal im Jahr eine Ausnahme. Und wenn man jetzt bei jeder einzelnen Sache eine Ausnahme macht, dann ja, dann hat man nicht gewonnen. Dann kann sich das Kind nicht erholen, dann kann es nicht richtig schlafen und dies und das und jenes. Und das wirkt sich dann auf die Entwicklung aus und so weiter. Unser Kind war ja unterentwickelt gewesen bei der Geburt, weil es zu wenig Nahrung aufgenommen hatte durch die Nabelschnur. Und ja, was soll ich sagen? Und wir haben wirklich Mittagsschlaf, dies, das, jenes. Wir haben alles gemacht. Also ich habe mich wirklich für das Kind geopfert, körperlich, damit dass sich das entwickelt. Und jetzt ist sie 2 und hat einen Entwicklungsgrad einer Dreijährigen oder Dreieinhalbjährigen. Und das muss erstmal jemand nachmachen, ehrlich gesagt. So, bin wieder da. Ich musste gerade eine kleine Pause machen, weil im Ofen sind nur Hähnchenschenkel. Und ja, ich bin kein Vegetarier. Gott, wer weiß, wenn ich Vegetarier wäre, dann würde ich ja kotzen. Strukturen. Quizmishaus. Ich würde vorschlagen, ich bunkere die. Ich muss das mal zu Hause finden. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Da. Das Eisstadion, das in Mitleidenschaft gezogen wurde. Um Gottes Willen. So, einmal hier alles rein. So, auch das hier. So, bis auf das hier, es bleibt drinne. Ein Santa-Haus. Oh, ein Christmas-Haus. Marktplatz, genau. Ich weiß nicht, was das. Mann, ey, was das hier alles bedeutet. Also ich kann es mir schon denken, aber. Magisches Stadion. Das baue ich aber mal ganz weit weg. Wir haben ja gesehen, was das Magische, was sich daraus entwickelt. So, magisches Stadion. Bin mal gespannt. Also erstmal, wie sieht das überhaupt bei Nacht aus? Es ist ja endlich mal dunkel, jetzt kann ich endlich mal gucken. Es fällt definitiv auf. Die Helligkeit, die Beleuchtung, ich muss die ganzen Häuser dann auch mal beleuchten. Okay, das kann ich offline auch nebenbei machen. Das mit den Straßen sieht schon mal klasse aus. Super. Das Dorf ist auch verbunden. Jetzt gucke ich mal nach einem Felsvorsprung. Hier. Super. Ich weiß nicht, was da jetzt entsteht. Ich weiß nur, dass ich jetzt extra weit gegangen bin, um nichts kaputt zu machen. In der Hoffnung, dass ich nichts kaputt gemacht habe. Das ist irgendwie cool. Ganz super, und ich kann das quasi auch miteinander verbinden hier. Das gefällt mir.
Das ist toll. Was das auch wieder sein mag, weiß ich jetzt nicht. Ich setze das mal hier hin. Und so entwickelt sich natürlich hier alles. Und ja, aber was ist denn hier los? Hä? Kann mir mal das jemand erklären? Das Stadion ist eigentlich noch gar nicht fertig, oder? Ach, es wird ja noch gebaut, verflucht. Das geht quasi bis hier vorne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich muss ab und zu mal nach den Schenkeln gucken. Wir können es quasi bei der Entwicklung des magischen Stadions zuschauen. Hier. Deswegen hat mich das doch hier gerade so ein bisschen irritiert hier. Aber das sind die Straßenwege wenigstens nicht so lang hier, wenn das hier so rüber geht. Dann kann man hier quasi eine nächste Siedlung anlegen. Ach, da hier ist auch noch ein wunderbares Dorf. Was habe ich jetzt überhaupt hier drin? Ich mach mal den da. Cool. Das ist ja geil. Was ist, wenn ich den Block jetzt hier wegmache? Okay, dann bleibt der. Mache ich mal hier. Super, es wird nicht zerstört. Das gefällt mir. Das passt mir ganz gut hier. Natürlich müssen hier wieder Ausbesserungsarbeiten gemacht werden, ganz klar. Und ein Marktplatz. Der Marktplatz, weiß ich nicht, wie groß das sein wird. Schaut euch das mal an. Das ist ja der Hammer. So. Ich gehe jetzt mal mit dem Marktplatz hier hin. Also mal, was soll denn das? Genau. Okay, der Marktplatz, der passt eigentlich ganz gut hier rein. Das muss ein bisschen abgekantet werden und ist alles schick. Und ein Christmas-Haus. Das ist so ein bisschen die abgedrehte Ecke. Das heißt, ich muss ja aber auch wieder Straßen bauen. Was ist denn ein Steg? Okay, hat ja gerade noch so gepasst. Ach, das ist der Wagen vom Weihnachtsmann. Okay, das passt ja ganz gut hier. Jetzt haben wir aber noch das hier. So. Was ist das denn? Das sind so kleine Ruinen, denke ich mal. Also ich lasse das mal als Ruine zählen. Und wie entwickelt sich das hier? Baut er hier noch weiter oder? Nö. Die Frage ist, wo ist hier der Eingang? Das ist ja die große Frage. Ich könnte es.